Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Oh, süß. Wahrscheinlich bringt dir die Katze auch noch um. Vielleicht wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. In Deckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich auch nicht. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Dafür? Eine Katzenklappe, wie vorhergesehen. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Und mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Das bezweifle ich aber. Was mit Goal? Wird die dazu passen? Ich weiß gar nicht mehr, was wir da mit der Katze machen müssen. Überhaupt nicht. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja. Passt du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Ich weiß gar nicht, was wir im Gadget-Shop machen müssen, aber wir gehen einfach mal durch die Klappe. Ah. Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nein. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, warum müssen wir in den Gadget-Shop, verdammt nochmal. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Egal, wir gehen mal rein. Hallo. Oh, der pennt ja. Hallo, aufwachen. Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Nichts. Womit können wir denn mit dem Schredder? Der Lottomat. Der Hauptgewinn ist eine... Oh Junge, so eine wollte ich schon immer. Aha. Das heißt, wir brauchen tatsächlich nicht von dem alten... Was ist hier mit diesem Bananenkrümmer? Jetzt haben wir endlich Bananen. Hehe, sauber. Das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designschwächen auszubügeln. Was macht man mit einer geraden Banane? Heute Bananen, morgen die Raumzeit. Okay, wir brauchen die Lottozahlen von dem einen. Wir haben jetzt eine gerade Banane. Vielleicht freut er sich nachher über eine gerade Banane, aber ich glaube, wir haben ja jetzt alle Sachen sogar für Isla Obacht, dass wir dort, weil wir haben jetzt das Becken. Wir müssen aber, glaube ich, nochmal auf die Baby... Upala. So eine Hit. Auf Baby Goal schalten. Baby, oh, das ist süß. So, jetzt können wir nämlich das Planschbecken. Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. Planschbecken. Ja. Die Pumpe, dass da Wasser reinkommt. Na super. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Genau das, was mir fehlt. Auf einer Insel mitten im Meer. Guck mal, die Ente hat hier zwei verschiedene Augenformen. Babygoal, stellst du dich mal da rein? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Kannst du dich nochmal in das Planschbecken stellen? Na klar. Und jetzt? Abwarten. Wenn mein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen. Weil du von einem Blitz getroffen wirst. Was? Bleib so. Ich bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Braten, nicht reden. Jetzt geben wir ihr noch den kaputten Ringschirm. Und jetzt? Abwarten. Wenn dein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht auf. Weil du von der... So, jetzt müssten wir doch eigentlich
hier hochkommen, oder? Na, dann wollen wir mal. Nicht. Oh, warum denn nicht? Wir haben doch alles. Manu. Aua. Alles gut bei dir? Alles supi. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gespannt ich bin. Glaub mir, du wirst noch viel gespannter sein. Hui. Es wird... Die Erkenntnis wird dich sozusagen wie ein Blitzschlag treffen. Es war der Wahnsinnige. Das, vergiss es einfach. Wie waren noch gleich diese Gewittertipps? Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Check. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Aber... Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Das hat das Lotto... Boah, ich hoffe, diese Lottozahlen haben nichts damit zu tun. Schön, du bist ein... Bäume brauchen wir. Reden. Und jetzt haben wir doch diese schönen Duftbäume. Vielleicht funktioniert das ja. Achso, ja, vielleicht sollten wir jetzt das mit... Jetzt müssten wir nie diese Duftbäume über deinem Kopf befestigen. Etwa so. Ui, wie schön! Wie Grill-Donnerstag-Baumschmuck! Oh Gott. Was funktioniert? Dann wollen wir mal. Jetzt funktioniert das doch bestimmt. Oder muss ich jetzt noch bei den Lottozahlen gewinnen? Ja. Aua. Na gut. Dann gehen wir halt wieder runter. Und lassen Baby Girl einfach da stehen. Ja. Die Sachen sind jetzt auch alle weg. Lottozahlen. Ey, du. Ich sehe, du hast noch weit. Aber. Ich will dich nicht. Ich hab. Hier, was ist mit der geraden Banane? Willst du die nicht haben? Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Ach man, gib mir doch die Lottozahlen, du Blödmann. Ich will hier wieder raus, verdammt. Vielleicht müssen wir nochmal mit Gold hier rein, keine Ahnung. Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht... Kommst du mit zum Bar? Er wohnt in dem... Ein Wort. Verdammt. Irgendwie müssen wir noch zu den Lottozahlen kommen. Man sollte eben nie zu enge Unterhosen tragen. Zum Glück gibt es Pillen, die... Oh, da kommt er. Was ist das denn mit den Lottozahlen? Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Ich sehe, du planst... Aber so honor... Das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Der hält das ganz schön lange da. Hier, willst du deine Bananen wieder? Ich sehe, aber so, das schick. Psst, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, man kann aber agieren dabei. Psst, ich will wissen. Aber ist das ja Quatsch. Können wir eigentlich die Golds umschalten? Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie Seher? Sehr, sehr, denke ich. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon. Sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Ja, jetzt können wir das nochmal alles mit der Krawallgol durchführen. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humbug.
Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja! Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Klatsch ihn und gib uns die Lottozahlen. Wie war das gleich mit unserer Gesundheit? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Oh. Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch große Schmerzen? Das müsstest du eigentlich. Sie kommen geradewegs auf dich zu. So warte doch. Das war nur ein Krampf. Ich werde wohl langsam zu alt für dieses Yoga. Euch wird es natürlich super gehen. Vorausgesetzt, ihr achtet auf euren Blutdruck. Irgendwie bin ich schon viel ruhiger. Wenn Reichtum... Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Vielleicht kriegen wir Goal so aggressiv, dass sie genau in dem Moment... Reich an Erfahrung. Voraus... Das ist doch Humbug. Einen Moment noch. Ja, wir... Doch, ich glaube, wenn wir es mit dem Reichtum... Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Wir kriegen sie bestimmt so aggressiv. Reich... Voraus... Also langsam macht der Typ... Darf ich meine klatschen? Ja, aber... Wie war das gleich? Komm schon, gib uns die Lottozahlen. Reich... Voraus... Das reicht. Das Maß ist... Ah! Dieses Geräusch. Was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Ja! Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. So warte doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Okay, Sterne. Das heißt, wir müssen doch wieder zum Nordpol. Sterne. Ein Bund fürs Leben, hey, haben gerade freigeschaltet. Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Weiter geht's. Weiter geht. Ich hoffe. Mehr oder minder. Ich hoffe, wir können nur mit den Informationen da was anfangen am Nordpol mit der... Wahrscheinlich muss ich mir bestimmt wieder was aufschreiben. So, Rufus, was sehen wir da? Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Was meinte er wohl damit? Vielleicht meinte er das. Okay, ich schreibe es mir mal vorsichtshalber eben auf. Dafür brauche ich natürlich einen Stift. Ich glaube, kann man das nochmal sehen? Nein! Der Guru hatte doch recht. 4815, 4815. Es tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Oh, wem? Der Guru hatte doch... 1623... Jetzt tut es mir fast 42. Leid, was ja, ist wunderbar. So, jetzt können wir ja... Ich weiß nicht, können wir jetzt... Müssen wir jetzt noch Lotto spielen? Ich gehe jetzt erstmal zu Isla Obacht. Versuch dort... nochmal mit Baby Girl hier unser... Na, wunderschönes Becken. Ja, jetzt haben wir ja die Lottozahlen, aber vielleicht müssen wir erst die Torpedos. Ich weiß es nicht. Baby Girl, geh mal wieder ins Becken rein. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich, ich habe... Ich bin ja... Na klar. So. Und jetzt? Bleib's... Du bist ein echter... Warten. So, wir haben ja jetzt... Bitte. Ich bezweifle es ja. Ja. Okay, das heißt, wir müssen erstmal in den Gadget-Shop. Aua. Wäre auch zu schön gewesen. Dann einmal in den Gadget-Shop und dort mit den Lottozahlen herum spekulieren. Vielleicht brauchen wir auch die gerade Banane für den Galef.
Vielleicht ist es ja lustiger bei einer geraden Banane als bei einer... Ne? So, hier. Der Hauptgewinn ist... Oh Junge, so eine wollte... Los. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Bingo! Und jetzt? Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur da. So, vielleicht geht das mit dem Ticket. Ich weiß es halt nicht genau, ob wir schon die Torpedos einlösen müssen. Deswegen probiere ich es jetzt die ganze Zeit hin und her. Und dann werden wir es eben auch feststellen. Das ist jetzt halt ein bisschen Ungefummle, das weiß ich selber. Wahrscheinlich wird er eh wieder vom Blitz getroffen. Ja. Okay, dann müssen wir das natürlich auch einlösen. Das heißt, wir müssen den Typen gleich wieder wach kriegen, bestimmt. Los, mach das doch mal schneller, dieser. Ja, upala, ist er wacht. Und wieder zum Kudder und dann wieder zum Gadget Shop. Es geht ja wenigstens relativ schnell hier vonstatten. Dann ist das ja nicht ganz so schlimm, würde ich behaupten. So. Dann wollen wir doch unseren Gewinn hier einlösen bei dem Typen. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Ich. Danke. Geht doch. So. Was ist das jetzt? Sie ist wirklich das coolste Item, das ich jemals hatte. Ja, das glaube ich dir sofort. Ja. Geht es jetzt? Ach, vielleicht müssen wir Goal auch noch... Vielleicht müssen wir Goal auch noch die Lottozahlen geben, hä? Hier. Weil wir haben das ja noch. Hier, das wirst du brauchen. Aha. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Ja. Es tut mir leid, Baby Goal. Ja, aber jetzt sollte es mir funktionieren. Wieso? Okay, aber wir haben alles zusammen, definitiv. Aua. So, dann sprechen wir nochmal. Alles gut bei dir? Alles so. Bleib so. Ich stürme es dann. Warten nicht. Müssen wir jetzt einfach warten? Ich warte jetzt einfach. Wir mussten auch beim Angler schließlich warten. Ich frage mich, was passiert, wenn ich auf Krawallgoll umstelle. Wir probieren es einfach mal. Das würde nichts bringen. Na gut. Worauf warten wir jetzt? Rufus? Ach, vielleicht müssen wir auch einfach mit dem Sender zum Funkmast hochgehen und ihm sagen, hier, du musst den Sender anbringen. Ja. Tut mir leid, Baby Goal. Das hat ja richtig gut geklappt. Was hat gut geklappt? Passt du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry. Ich muss kurz geblinzelt haben. Ich hätte es gar nicht mitbekommen. Okay, wir haben den Sender platziert. Jetzt können wir doch hier, ne? Da müssten wir jetzt noch diese blöden, deprimierten Delfine aufheitern, dessen Kindern wir jetzt auch noch umgebracht haben. Schon eine Spur. Ich arbeite. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. So. Halte mich. Warte, wir können ja. Eigentlich dachte ich. Was macht du? Du musst ihn nur. Ach ja. Das ist doch schon. Oder muss ich noch damit interagieren? Ich weiß es nicht. Anscheinend. Ich muss anscheinend tatsächlich noch mit dem. Ich bin so verwirrt in diesem Spiel. Dann gehen wir wieder hier hoch. Und jetzt. Nee, aber wir können ja hier mit gar nichts mehr agieren. Wir können mit Goal und dem Plan sprechen. Der perfekte Platz für mein. So, wir haben jetzt den blöden Sender. Alles klar, Schiff. Eigentlich. Über deine erstmal.